Wir sind heute auf dem Account von Don Nevo für ein RTA Teambuilding. Und ich habe schon die Monster weitestgehend geruhnt, wie meistens inzwischen. Er hat auch sehr viele Runen, er hat auch teilweise sehr gute Runen, er hat auch sehr viele Monster, also hier bietet der Account generell sehr viel Potenzial. Ich habe jetzt erstmal so für mich das Notwendigste geruhnt, um erst einmal zu gucken, wie es läuft und Gegebenheiten anzupassen. Sprich also, wenn ich merke, jetzt in dieser Situation wäre vielleicht das und das cool gewesen, gucke ich, dass ich den und den dann noch nachbaue. Ja, aber das ist jetzt erstmal so das Grundding. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jams wieder ein großes Problem sind. Also hier zum Beispiel auch sehr viele gute Runen, die einfach keine Jams besitzen. Hier 21 Speed-Vio-Rune. Wir hatten hier noch, glaube ich, ich weiß nicht, war das bei Körner? Sehr, hier 22 Speed-Rune Arawinder farmen. Hier auch. 22 Speed ungrinded. Da kannst du noch so 20. Ne, also du kannst so viel noch rausholen. Wenn du einfach mal hier 23er Speed-Rune. Das wäre für mich ein Traum. Zack, rein da. Ja, und fertig. Ja, sehr gute Speed-Rune. Aber auch sehr viele ungrinded leider. Also das würde ich auf jeden Fall ändern. Da geht so viel Potenzial verloren einfach. Ne? Dadurch, dass die einfach nicht krass gegrindet sind. Farm keine Runen. Runen brauchst du nicht. Du hast genug Runen und auch gute Runen. Was du brauchst, sind Gems. Du musst raiden, 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 raiden. Ohne Ende raiden. Ja, und du musst vielleicht ein bisschen Artefakte farmen. Was war dein höchster Rang? C1? Pff, mit den Runen kannst du locker C2 spielen, wenn nicht höher. 100 pro. Raiden. Ohne Ende raiden. Bau dir ein Solo-Raid-Team und ab geht's. Ab geht's. Du hast so viel Potenzial, was flöten geht. Dadurch, dass einfach keine Gems drauf sind. Das ist teilweise echt krass. Das ist echt krass. Schade. Aber der hat auch sehr gute Meta-Units. Der hat eigentlich alles, was man braucht, so derzeit zumindest. Ist eigentlich einfach alles gar kein Problem, weitestgehend gerade. Ja, wir schauen einfach mal. Okay, das sieht cleave-artig aus. Soll er mal cleaven? Soll er mal machen? Soll er mal machen? Leica, okay. Oh, ich finde gerade noch nicht die Position, die ich gerne hätte. So. Ich glaube, ich tendiere zu Nana gerade, weil es nochmal so ein bisschen safe gibt. Er hat keinen Deathbreak. Ich würde gerne Leica bannen. Ja, gegenspeeden wüsste ich jetzt gerade nicht warum. Nana gibt nochmal so ein bisschen was Saferes. Und ich bann, glaube ich, Leica, weil er. Oder bann ich Leica? Ja, ich denke schon. Ja. Ich schätze, er bannt Douglas. Er bannt Sierra. Sierra? Warum? Okay. Ich nehme jetzt extra HP, by the way. Attack Wear könnte ich auch nehmen wegen Douglas. Ich hoffe einfach mal, dass er nicht overall so viel Attack hat. Wobei mit Fran kann es schon sein. Aber wir schauen einfach mal. Aber wir schauen einfach mal. So. Okay. Auf Wusa. Wusa ist sein First Target anscheinend. Er hat Wille drauf jetzt überall. Das ist ein bisschen ungünstig. Dass wir auch keinen Strip haben. Okay, sehr, sehr squish. Sehr squish. Zwei Stacks Nana, GG. Weitestgehend auf jeden Fall. Da passiert, denke ich mal, jetzt nicht mehr so viel. Der Kaki kann nochmal ein bisschen nerven. Das denke ich schon. Das Ding ist, zwei kommen safe wieder. Das könnte jetzt Douglas, ja, Douglas sein. Das war klar. Ist ja auch der squishigste von uns hier. Er ist leider gedingstet. Oh, ja gut. Ich mach's jetzt. Auch für den Kaki da. Okay, nice Stun. Können dann rausholen. Macht er auch. Ah, uncooler Proc. Okay. Wusa. Kommt auch nochmal wieder. Ist fein. Der müsste jetzt already sein, was Schild angeht. Klopfen wir dann halt erstmal. Ja, wir gehen mal safe und ich mach erstmal das. Nana müsste vorher dran sein. Nana kann auf jeden Fall die. Ja, kann einfach so machen. Oh, Full Quals dann. Okay, GG. Ja, wenn ich mir jetzt schon allein den Wusa angucke. Hier fehlt ein bisschen Jam. Hier fehlt das. Da fehlt einfach so viel Speed, geht einfach flöten. Ja gut, das ist jetzt so eine kleine Leftover-Runde gewesen. Aber der würde locker auf seine 130 kommen. Ja, und dann ist er fast besser als meiner. Ne, das ist das. Ist einfach fast besser als meiner. Okay. Daphnis. Daphnis ist jetzt ein bisschen nervig, muss ich tatsächlich sagen.
Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich pick aber trotzdem den und ich pick auch Nana. Daphnis würde ich gerne bannen, aber ich will jetzt noch nicht so viel zeigen eigentlich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Chongpong oder so genommen hätte, hätte er gut gegencountern können. Ja, deswegen würde ich Chongpong, wenn möglich, eher als Last Pick nehmen, auch nochmal, um zusätzlichen Strip zu haben, um überhaupt einen Strip zu haben. Wir haben jetzt nur einen Single Strip mit Diana. Okay. Jetzt wünschte ich mir ein Swift werde, anstatt ein Triple Revenge werde. Weil er sehr langsam, ja, der geht sehr langsam rein. Und da wünschte ich mir tatsächlich eher ein Swift werde. Das hätte es jetzt leichter gemacht. Ich habe meinen, by the way, auch auf Swift umgeruht. Meiner ist jetzt auch auf Swift, anstatt auf Revenge. Weil ich einfach Douglas habe für Revenge, sowas. Wisst ihr, gegen Chompongs und so, da pickst du inzwischen eher Douglas rein. Ja, anstatt ein Triple Revenge wert. Also manche machen auch beides. Ich finde aber, Douglas ist halt einfach Bombe. Passt jetzt nicht überall rein, wie jetzt hier zum Beispiel, würde ich nicht unbedingt einen Douglas reinsetzen. Aber im Großen und Ganzen, ja, Brock wäre awesome. Brock wäre mega gewesen. Egal, sofern wir erstmal den Lucian wegkriegen, ist einfach eigentlich alles erstmal in Ordnung. Okay, sehr bulkiger Lucian, beziehungsweise die Sierra hat auch sehr wenig Attack, weil ich sie auf HP umgeruht habe. Da fehlt halt so ein bisschen der, die Grinds wieder. Das ist halt wieder Grind-Ding. Grind fehlt da tatsächlich wieder. Richtig belastend, ey. Da macht so viel Potenzial durch Grinds weg, ey. Ah, das tut immer weh. Das tut immer weh. Ich mach das jetzt, weil der Einzige, der dazwischen cutten könnte, ist die Lulu und ich will auf jeden Fall den Lucian weg haben. Und die Lulu interessiert mich nicht, wenn die dazwischen cuttet gerade. Ja. Okay, da haben die Wille. Aber auch nur auf die... okay, uncooler Proc. Ja, uncooler Proc, ich sag's ja. Okay. Wir haben, by the way, auf Wusa zusätzlichen Schaden auf Wasser, nicht auf Wind diesmal. Sieht man auch, finde ich. Also der Schaden war schon nicht schlecht. War schon ganz gut. Okay, Reckless. Da. Aber ich bin gerade auch verwundert, dass er tatsächlich spielt. Sah gerade nicht so aus, als ob der selber spielt, aber er spielt tatsächlich. Krass. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Sah am Anfang nicht so aus. Geht er jetzt auf... Will er Sierra jetzt killen? Okay. War, glaube ich, der Versuch... die Frage ist halt, wie tanky die ist. Ich würde ganz aber trotzdem erstmal auf Lulu gehen gerade. Ja. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, wer drankommt. Sierra kommt gleich nochmal dran. Dann versuche ich hier einen Stun. Gut. Ja, gut, das können wir machen. Boah, Alter, die trifft alles. Alter, wie viel ACC haben die? Also, der Chongpong hat, glaube ich, echt nicht 4 ACC. Warte mal. Wie viel ACC hat der Chongpong? Die treffen einfach alles. 35 ACC, das wäre mal ein Traum, wenn das bei mir der Fall wäre, dass die einfach alles treffen. das wäre mal schön, ey. Boah, ich hasse Gianna, Leute. Ohne Witz, ich hasse dieses Monster. Meine hat jetzt inzwischen, ich glaube, mit Artefakte 80, hallo Fokus, 80, 90 ACC, die trifft nicht eine Bombe. Die trifft nicht eine Bombe. Egal, wie viel ACC ich dir gebe, die trifft nicht eine einzige Bombe. Oh, das ist so... zum Kotzen. Aber naja. Lass mich überlegen. Diana wäre eine Option. Ne, ich nehme mal Colonel. Verrat. Okay. Ist so eine CC-Cleave. Ist gerade gut für Juno. Und ich würde... Ja, Verrat oder Yogong raus, tatsächlich. Yohong. Chongpong wäre auch nicht schlecht. Die Frage ist, ist es ein Swiftmore? Sehr wahrscheinlich. Ich probier's mal so und ich banne den Speedlead. Ja. Er bannt auch den Speedlead. Ich gehe nicht auf Attack, ich gehe auf HP.
Ja, der Joghurt wird fast sein. Die Frage ist, ob der trifft. Wenn er nicht trifft, ist gut für uns. Wenn er trifft, ist es nicht geil. Das ist halt die Sache. Er muss halt zuerst... Jo, das war gut. Er hat nicht getroffen. Strip. Und wir cutten. Okay, wir resetten die zwei da zumindest. Er cuttet. Er resettet Wusa. Okay. Das war ja abzusehen. Können wir die anderen stunnen irgendwie? Ja, eins zumindest. Jetzt Verrat. Jetzt bin ich gespannt. Okay, Full Freeze. Bin rausgeprockt. Kriegen wir einen Sleep. Schade. Douglas glänzt sich. Das ist fein. Der Douglas glänzt sich sowieso. Oh, der ist auf Dings. Der ist auf Nemesis, der Joghurt. Oh, kriegen wir einen Provo? Nice. Das Damage. Oh, das Damage, so gut. Ah, oh, nur Deathbreak auf Garni, okay. User wieder zurückgesetzt. Oh, der hat resisted. Also, attackbar zum... jetzt, weil so fühle ich mich immer, ey. So wie der Gegner, so fühle ich mich jedes Mal. Einfach nichts passiert, nichts trifft, alles scheiße. Und er trifft einfach mit 30 ACC einfach alles. Ah, das ist so lustig. Ich krieg einfach keinen Sleep. Der Wusa ist der Einzige, der überhaupt nichts trifft. Wir werden schon mit C2er gequeued. Na, er hat auch sehr viele LDs, aber ich benutze jetzt kein einziges. Hier hat er Lucifer, Alexandra und er hat eine Volion, glaube ich, genau. Eigentlich auch sehr coole Monster, mit dem man auch, finde ich persönlich, sehr gut spielen kann, sehr guten Spaß haben kann. Ne? Verde. Ist das Swift Verde? Sehr wahrscheinlich, denke ich, irgendwie. Oh, Pontos. Oh, nee. Oh, Gott. Okay, ich habe kein Bollwerk gebaut. Ich habe kein Bollwerk gebaut. Tessarion. Uff, so viele Bans. Aber ich muss... Muss ich Riley bannen? Muss ich nicht. Muss ich Tessarion bannen? Wegen Diana. Der will auf jeden Fall Diana drin lassen. Nee, ich glaube, ich bin für Pontos oder Riley bannen. Ich glaube, ich nehme die Riley. Oh, okay. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er Sierra band. Das ist ein Swift-Werde. Ich bin mir fast sicher, dass es ein Swift-Werde ist. Aber wir schauen mal. Aber ich bin mir fast sicher, dass das einer ist. Ich wüsste nicht, warum er ihn sonst so früh picken würde, tun. Wäre auf jeden Fall komisch. Ich schwöre, dass es ein Swift-Werde. Ich schwöre. Er ist auf schnell, aber ist er so schnell? Für einen Swift-Werde nicht schnell genug, würde ich sagen. Aber naja. Auf jeden Fall ein Autospieler. Das ist das, was ich meinte. Man hat es noch im C-Bereich. Ne, man hat es im C-Bereich. Aber man hat es jetzt nicht so krass vertreten. Ne, dieses C2-Zeug. Aber ja. Erstmal so. Das nicht, dann machen wir erstmal so. First Strip Stun. Nice. Schade. Okay, da kann ich easy reingehen. Da kann ich erstmal noch easy reingehen. Und ich hoffe, dass der zweite vom Wusa gleich killt. Schade. Ja, uncool. Okay. Okay. Stun. Nice. Ah, okay.
Vielleicht war das ein bisschen sehr, ja, vielleicht killt er ja gleich. Ein bisschen zu sehr gutgläubig, dass das klappt. Okay, der Stun war wieder gut. Okay, ist der wieder ready? Nee. Aber er ist jetzt gleich down, der Bison. Na, jetzt ist er ready, okay. Hat der noch Silence, der, Hey Gang? Nee. Aber hat der's... Oh, das ist gut. Hat der ready? Ja, hat er. Nice. Stun? Schade. Aber der wird auch von Arrest gespielt, also... Ist jetzt nicht so untypisch oder so. Okay. Er scheint aber auch eher... auf Damage zu sein. Nicht auf Damage, auf Tanky zu sein, der Tessarion. Irgendwie. Oder der ist auf gar nichts. Also er ist so Hybrid Attack HP, weil der macht irgendwie kaum Schaden. Ich meine, ja, ist jetzt ein Autospieler. Oh, guck, dann killen wir den raus. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, killen wir den so raus. Ist fein. Ich hoffe, der scheint auch nicht auf Revenge zu sein, oder? Doch. Okay. Ist auf Revenge. Mhm. Okay. Ist aber GG. Ja, ja, das ist GG. Da wird er auch nichts mehr machen können. Da werde. Da wird der Werde. Auch wenn er den jetzt killt, ist fein. Ist fein. Soll er ihn killen? Der Wusa macht das. Und der Hey Gang sowieso. Glancing drauf, nichts gekrittet, tschüss. Okay, super. Das lief sehr gut. Nehme ich auf? Läuft gerade so gut. Ja. Gucken. Wenn das so weitergeht, spiele ich nicht auf C2. Aber wir haben auch die ganze Zeit nur C2-Spieler und der jetzt gerade hat halt nicht wirklich gespielt. Ne? Das ist das Ding. Tiana. Marsha. Tiana Marsha. Josephine. Molong. Sehr wasserlastig am Ende gegangen. Aber ich glaube, wir machen das so. Lass den Oliver durch. Der kann auch gut CC'en, die Stars, ja, ja. Aber... Okay, er nimmt Sierra raus. Ich nehme aber trotzdem HP weiterhin. Wie gesagt, das ist mir immer noch ein bisschen zu kritisch, muss ich sagen. Er hat jetzt Hauptidee-mäßig. Ich glaube, Oliver wird nicht auf Damage gebaut. Er wird Support-lastig gebaut. Molong hauptsächlich. Und Josie kann richtig hart nerven. Vor allem auch Douglas-mäßig jetzt. Der kann richtige Probleme bereiten. Der wird auch, denke ich, nicht lange überleben. Also ich gehe davon aus, dass der Douglas gleich weg ist. Außer er geht zuerst, eventuell geht er auch zuerst auf wie heißt der? Beißen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall provoked er sie ihn. So rum. Sie ihn. Er, sie, es. Okay. Oh, er ist sogar nochmal Feuer dran. Das ist gut. Das ist uncool. Kein Stun leider. Mhm. Diana Fokus. Mhm. Ja, die cleansed. Diana müsste drankommen jetzt, oder? Mit Branding ist er dead. Also wenn Diana vorher drankommt, als Oliver ist er dead. Außer ich gehe zuerst auf Molong. Das reicht nicht, Kollege. Das reicht nicht. Und ich gehe zuerst auf Oliver, weil ich weiß, dass ich Oliver wegnuke und der kann mir dazwischen funken. Und ich krieg so oder so nochmal einen Zug. Sprich, er hat ein Missplay gemacht. Weil ich jetzt, wenn ich... Ja, ich krieg beide dead. Das war ein Missplay. Er hat gedacht, es reicht. Aber es hat nicht gereicht. Na, das war das. Ich versuch das, vielleicht krieg ich... ja, das ist okay.
Aber wobei, war das okay? Vielleicht war es nicht ganz okay. Muss ich sagen. Vielleicht war das gerade auch Missplay von mir. Das hätte ich nicht machen sollen. Nee. Das war nicht schlau. Also der Wusa kann für die Josie noch am gefährlichsten werden. Ansonsten kann ich übelste Probleme kriegen. Pock. Das war gut. Ich gehe jetzt erstmal einmal safe, dass ich dass hier sowas so machen kann, ohne groß Angst zu haben. Es kann sein, dass sie jetzt ihn strippen möchte. Okay, er geht auf Douglas. Das ist gut für mich. Dann ist er jetzt dead. Dann ist er jetzt dead mit dem hier. Sehr wahrscheinlich. Ja. Cool, GG. Nein, den wollte ich nicht nehmen. Ah, fuck. Ich habe gemissplayed. Ich wollte Diana nehmen. Chongpong wollte ich nehmen. Ich wollte gar nicht Chongpong nehmen. Shit. Chiho. Ja, der geht übelst gegen Douglas jetzt. Okay. Aber ist auch wieder ein gutes Diana-Matchup. Gerade. Je nachdem, was jetzt noch kommt. Ist gleich gezwungen, Diana zu bannen. Und ich muss den Wusa bannen, weil ich kein Strip habe. Ja, das war so klar. Insta-Boop. Insta-Diana weg. Jetzt Lead. HP-Lead, Speed-Lead. Speed-Lead bringt mir nicht so viel tatsächlich, oder? Sind die alle auf Wille? Na, doch, ich nehme den Speed-Lead. Ich nehme den Speed-Lead mal. Er nimmt Attack-Lead, okay. Großes Problem hier. Wir haben nur zwei Windmonster gegen so viel Wasserzeug. Aber wir schauen einfach mal. Naja, Miles fängt an. Ich hoffe, die trifft nicht die Sierra. Okay, gut. Resiston. Okay. Ja gut, das war ein Wasted, der Proc. Die Wille da stört mich bei Josie gerade noch. Die Wille stört mich da. Ja. Okay. Oh shit, okay, krass. Ich dachte, ich komme nochmal vorher dran. Dem war aber nicht so. Ich glaube, das wird der erste Lose. Aber ich habe auch gepanikt. Ich habe hardcore gepanikt, ey. Okay, die ist draußen, das ist schon mal ganz gut. Wir können jetzt procken, würde, wäre cool. Ah, uncooler Stun. Uncooler Stun. Oh, nice Proc, aber bringt auch nicht so viel. Können leider nicht geprockt. Schade. Immer noch sehr, sehr wasted, der Garni. Ein bisschen too fast. Ja, das war aber auch mein Missplay und den schweren Stun. Ich habe gepanikt. In einer Pickrunde habe ich gepanikt. Deswegen, Ich wollte den Douglas gar nicht nehmen. Juno, okay. Hat er komplett gegen Beißen geprettert, instant. Instant gegen Beißen gehauen irgendwie. Ich glaube, ich nehme den trotzdem. Irgendwie das Gefühl, dass ihr den picken wollte. Douglas kann man gut spielen. Jetzt muss er aufpassen, was er mit AOEs macht. Wenn er vorhat, AOEs zu picken, hat er nicht vor. Also jetzt gerade nicht. Beißen ist jetzt hier nicht so geil. Irgendwas Heal-mäßiges wäre vielleicht noch ganz cool. Support-lastiges. Oder Shiho. Und eventuell. Wobei Shiho nicht unbedingt. Weiß ich nicht. Nee. Ich nehme mal Praha auch nochmal für Strip. Vielleicht. Also Molly will ich hauptsächlich raus haben. Aber ich wüsste jetzt, außer gegen Douglas.
nicht das Problem. Juno sehe ich als Problem. Elcharion. Elcharion kann gefährlich sein, da muss man aufpassen. Eigentlich sehe ich Juno nur als Problem wegen den Dots. Na, ich glaube, ich mach's so. Ja. Okay. Nehmen wir HP Attack. Attack kann der Monkey halt Probleme geben, aber ich gehe trotzdem eher tankiger. Oh, das könnte ein langes Matchup werden. Das könnte lang sein, außer die Juno überrascht mich jetzt hardcore im Damage. Das kann auch sein. Kann passieren. Auf jeden Fall so fast. Okay. Ja. Wäre auch doof, hättest du das gemacht. Ah, die cutted shit. Jo, okay. Ist fein. Ist fein. Naja, ich gebe ihm ein paar Stacks da. Weil... Okay, ist fein. Ich würde den jetzt trotzdem gleich gerne mal rausnuken, da den Affen. Irgendwie. Okay, ja, ja, Juno. Ah, warum? Uncool. Sleep. Schade. Ja, gegen so Riley und so ist halt Bollwerk-OP. Müsste man sich vielleicht überlegen, ob man dafür ein Bollwerk bauen möchte. Bis jetzt würde ich bei mir jetzt noch sagen, nee, muss jetzt gerade noch nicht sein. Liegt aber auch daran, dass... uncool. Oh, uncool. Ja, cool RIP. Alter, der geht auch ganze Zeit auf Feuermonster und wird noch belohnt, ey. Krass. Ja. Ah, komm nochmal dran. Okay, cool. Und er hat die noch genau die falsche gesleept. Genau dem falschen gesleept. Ah. Okay, nice Prox, nice Prox. So 10 Millionen Supporter, kriegen wir einen Tech-Debuff drauf? Schade. So 10 Millionen Supporter die ganze Zeit zu haben, auch echt ein bisschen nervig, ne? Also gegen so 10 Milliarden Supporter zu spielen, die einfach alle heilen können. Riley gefühlt, also Riley hat ja keine Uplink-Zeit. Riley einfach null Uplink-Zeit. Ne, ist schon, schon ein bisschen nervig. Und die kommt nochmal dran. What the fuck? Da hat auch noch der Glanz gekickt von der Schmolli. Der ist jetzt eher auf 110 Stacks. 100 Stacks, das wär's. 100 Stacks, das wär's ja, ne? Alter, der hier, der also, warum die Riley, an Riley nichts gemacht haben, verstehe ich auch nicht. Letztens auch wieder im GK gehabt. Einfach, wen hatte ich da noch drin? Ich glaube Aegir und... Alter, okay, und der Kritik Wasser, OP, OP. Wen hatte ich da? Aegir und wen hatte ich dann noch? Weiß ich, war das Molly? Ich weiß nicht. Irgendeiner in der Richtung. Nie Daumen bekommen. Und dadurch verloren. Ne, so gesehen. Ein Draw ist ein Lose. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, man sieht es ja auch. Also, ein bisschen bei Twitch und so sieht man das ja auch so ein bisschen. Finde ich persönlich, dass derzeit, sure, ist Summoner's War halt nicht so gerne gesehen, ne, in manchen Sachen. Kann ich verstehen. Also man sieht es zum Beispiel auf Twitch, die Zuschauer gehen hardcore runter. Also die gehen richtig hart runter. Kann ich verstehen. Aber es liegt halt auch so ein bisschen daran, ja gut. Was willst du machen, ne? Der Molong ist da halt hart nervig gerade irgendwie. Boah. Richtig ätzend. Ich pick jetzt den Chongpong, aber ich denke, dass der Chong, also dass mir das jetzt hier gleich ein Problem gibt. Ich schätze, jetzt kommt sowas wie Douglas oder Refwerd oder so, wobei Refwerd jetzt nicht mal so das Hardcore-Problem wäre.
denke ich. Schon wieder ein Kack-Riley, Alter. Schon wieder eine Riley, ey. Und der Ref. Gut, mit denen hat man ja schon irgendwie gerechnet. Mit dem Ref-Werde konnte man ja schon rechnen. Ich nehme aber jetzt die Riley raus. Die kam mir mal am Arsch. Drecks Riley. Viel zu strong, was der Heal angeht. Zu strong. Wenn man selbst mal bedenkt, dass manch anderer LD-Healer nicht mehr so krass, ne? Dass sie selbst die nicht mal so krass sind, was das angeht. Ich riske es und kriege jetzt die Revenge rein. Na klar. Das war klar. Und ich war in Strip gelandet. Jetzt geht der Hase wieder bergab, gerade so ein bisschen. Na, jetzt geht der Hase so ein bisschen bergab. Aber naja, so ist es halt. Ist halt auf und ab. Aber es lief overall, fand ich, relativ solide. Fand ich jetzt persönlich. Overall gesehen war das eigentlich ganz gut. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Missplayer als sonst. Aber was heißt halt sonst? Gut, gegen Lux Sacking kann ich halt auch nicht viel machen. Vielleicht kriegen wir einen Qualz dann irgendwo. Oh ne, wir kriegen Gegenangriff rein. Ja, das ist halt Lux-Sache. Da kann man nichts machen. Da kannst du der beste Spieler sein. Das ist egal. Da passiert nichts. Ist ja da auch wieder Qualz dann. Das ist der Molong aus 2016. Der trifft alles. Ja, da machst du halt nichts. Ja, schon wieder. Ist halt, da, das sind halt so Sachen, da gegen sowas machst du nichts. Ne, das ist, da kannst du Top 10 Spieler sein, das interessiert nicht. Einen Kampf mache ich noch, dann haben wir die 10 Kämpfe durch. War ein gutes Auf und Ab. Overall gesehen, mal am Anfang lief es sehr stark, jetzt geht es stark runter. Ja, ist halt so. Passiert in diesem Spiel halt. Ne? Das hat auch nicht viel mit Können zu tun. Also das ganze Spiel an sich hat nicht viel mit Können zu tun. Man muss nur ein bisschen verstehen, aber groß mit Können hat das Spiel nichts zu tun. Ja, das ist, man muss nur verstehen. Man muss ein bisschen verstehen und darauf reagieren. Das ist so das Beste, was du machen kannst. Na, verstehen und die Umsetzung ein bisschen machen. Aber mit Können hat es halt nicht so viel zu tun. Ist halt, da müsste das Luck-Sacking so ein bisschen weggehen. Wenn dieser RNG-Faktor so ein bisschen weggehen würde von dem Spiel, dann sähe die Sache eventuell auch wieder ein bisschen anders aus. Und man könnte schon ein bisschen eher darüber reden. Aber so eher weniger. Gut. Also ich schätze, ich bann die Clara, weil die mir zu viel machen kann. Der 233er Lied hat aber auch bis jetzt nur Psama Damage. Außer sein Oliver ist auf Damage. Ich weiß nicht, aber ich meine, der wird nicht unbedingt auf Damage gebaut. Ich meine nicht. Also die ich so kenne... Noch mehr First-Turn-Monster, okay. Die ich so kenne, die so Oliver spielen, die spielen ihn eher Support-Tanky-mäßig, meine ich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ich meine, der wird eher... Also die ich so kenne, die werden eher so tankiger gebaut. Halt eher so Support, ne? Oh, wow. Der ist aber sonst echt slow. Bis auf Busted? Krass. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Da hätte man ja echt noch outspeeden können. Lol. Okay, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist aber auch ein ganz weirdes Team, was der spielt. Keine Ahnung. Ganz komisch irgendwie. Ganz, ganz komisch. Okay, da kann ich easy reingehen. Da kann ich easy reingehen. Der ist, glaube ich, eher Damage, ne? Hier ist der Oliver hier. Ganz komisch gepickt. Könnte ich sein. Panik picken. Das war ein richtiger Panikpick, oder? Also keine Ahnung, der hat irgendwie nur Buffer genommen. Ich push die da, ich push die da. Ich habe 33er Lead. Hauptsache ich krieg First Turn, weil ich bin slow. Ja, aber slow sein, dann wenn man nicht die Runen hat fürs schnell spielen. Ich weiß gar nicht. Er könnte bestimmt schnell spielen. Irgendwie, wette ich. Irgendwie bestimmt. 100 Pro. Nee. Gehen wir nochmal eine Runde chillen. Schild aktualisiert. Erstmal den da wegklopfen. Ja, das weiß ich, was du da noch versuchst rumzupimmeln. Macht aber schon irgendwie gerade ein bisschen Laune. Ich mach mal noch einen Kampf. Bisschen Winrate runtergegangen, aber das ist auch gut so. Ist nicht gut, eine fette Winrate zu haben. Dann kriegst du die ganze Zeit nur diese... wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Weg zum C2
nur gegen C2er gespielt. Wisst ihr, was ich meine? Da ist schon gut, wenn man mal ein bisschen absinkt. Dann hast du die Gegner nicht so stark. Also es gibt auch viele, die spielen im C3-Bereich. Ja, also es gibt sehr viele, die spielen im C3-Bereich. Haben aber so gesehen so eine 50-50-Winrate, weil dann sind die Gegner auch leichter. Ja, wenn du eine fette Winrate hast, hast du schwierigere Gegner. Na, also es ist nicht immer unbedingt vom Vorteil, gute Winrate zu haben. Ist nicht immer gut. Ja, darauf sollte man auch ein bisschen achten. Barbara? Mhm. Also ich bin sowieso dabei, eher Kaki rauszunehmen gerade. Deswegen kann ich auch den hier nehmen. Und... Chongpong wäre eine Option. Oder Nana? Den wollen wir nochmal Nana einfach noch ein bisschen noch mehr. Gemini, okay. Diana raus, denkt er sich. Okay. Good. Let's go. Das einzige Problem ist die Barbara hier wieder, denke ich. Colonel kommt gut gegen Sierra eigentlich klar. Gut, okay. Problem ist jetzt halt der Douglas sehr wahrscheinlich. Das kann ich mir vorstellen. Und es ist eine Vio-Barbara, denke ich. Ich glaube, es ist eine Vio-Barbara, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, die ist mega squishy, die ist sehr auf Attack, denke ich. Das sagt mir gerade sehr viel, was gut ist. Vor allem jetzt für ein Beißen. Ach, wobei, ist egal, Beißen hin oder Beißen her. Kann sogar Wusa machen. Sein Strip ist raus, auf beiden Seiten, ja. Komisches Team wieder. Sehr Windy-lastig. War ja klar, dass die da kommt, ey. Sehr Windy-lastig. Sierra raus, okay. Ja, wegen Leona wahrscheinlich. Ja gut, ich sag mal so, wir hätten ja auch die LDs. Ne? Also, na gut, wobei die meisten, also Lucifer ist mega krasser Cheat für Arena. Wolhong kann man gut spielen, finde ich persönlich, aber brauchst auch ein gutes Team. Also brauchst du wirklich ein gutes Team für. Also Team für drumherum. Das muss man erstmal haben, finde ich persönlich. Die einfach komplett resistet die Leona. Ja, ja, war ja klar. Oh, die ist auf 100 Res. Easy peasy, 100 Res. Easy peasy 100 Dressy ist die da. Yep, ist sie. Aber 100 pro. Diana kommt dran. Oh shit. Prom Proc. Nice. Nice Proc, du. Die müsste down sein. Deswegen gehe ich hier drauf. Bam. Shit, ich hab die Passive vergessen. Das war knapp, ey. Oh! Ja, aber ich weiß nicht, wie ich durch Leona kommen soll. Ja, ist ja schön, aber ich habe keine Ahnung, wie ich gegen Leona klarkommen soll. Naja. Ja, wobei, vielleicht auf Dauer irgendwie... Ich schilde jetzt mit Absicht einmal. Okay. Okay. Ja. Oh, nice. Diana hat Bock. Wenn Diana Bock hat, ist gut, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich Leona schaffen soll. Muss ich gerade sagen. Keine Ahnung. Vor allem mit 100 Rest, dies, das. Ach, könnte... nervig werden, ey, da durchzukommen. Kriegen wir hier so? Ja, okay. Deathbreak, super. Das habe ich gehofft. Deathbreak hatte ich gehofft. Oh, nice. Okay, easy. Okay, cool. Ja, okay, reicht. Kurz vor C2, glaube ich, irgendwo. Aber es gefällt mir, ist sehr gut. Also, wie gesagt, wir müssen ja auch noch auslosen. Also ganz kurz, wie gesagt,
Account ist top. Also C2-Abschluss sollte locker drin sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das, was ich dir empfehlen kann, ist halt erstmal grinden, Grind sammeln. Grind sammeln sind sehr wichtig, weil du so viel Potenzial verlierst in Runen durch fehlenden Gems. Du könntest so viel raushauen. Ne? Also nicht mal unbedingt Artefakte. Ich würde wirklich farmen und also raiden. Du kannst, also ich glaube sogar teilweise sind deine Runen besser als meine. Da bin ich mir fast sicher. Also schon allein Speed-Runen. Also ich habe generell gute Bulky-Runen, aber ich habe Speed-Runen nicht so krasse. Ja, hier zum Beispiel, hier sieht man das ganz gut. So gar keine richtigen Gems leider. Und das, du hast so gute Runen. Wenn ich mir das mal angucke. 25, 23, 19, ungrinded, 19, grinded. 24, 23, 22, ungrinded, 21, ungrinded, 21, ungrinded, 20, ungrinded. Allein diese Runen hier, wenn die mit 4er sind, sind die genauso gut wie die. Wisst ihr, was ich, weißt du, was ich meine? Die hier, das hier könnten deine besten Runen werden. Ne, einfach, ich würde hier zum Beispiel Crit Damage rausnehmen. HP rein. Ne, deswegen, farmen. Speed hier, in die kannst du locker Legendary reinhauen. Ansonsten, wie gesagt, Lila auch, ne? Lila geht auf 25 Speed. Besser als die da. Wie viel ist hier drauf? 3. Geht auch auf 25. Easy. Wie sieht's hier aus? 22 mal. Gegrindet. Hier. 26 Speed-Rune. Easy going. Wenn nicht sogar 27 Speed mit einem Legendary. Bam! Geile Rune. Besser als alle meine HP 4 Gewalt HP-Runen. 22 Runen. Okay. 17. 17 Grind. 20, schon besser. Ist jetzt ein Crit Damage, aber egal. 19. Okay, hier auf den Slot sieht es bei dir genauso kacke aus wie bei mir, aber die ist gut. 25, 24, ungrinded, Alter. Da kommt ein 6er Speed und das ist eine 30er Vio-Rune. Eine 30er Speed Vio-Rune. Awesome. 20 ungrinded, habt ihr gesehen da, ne? 32 Speed. Mega awesome. 25. Ja, gehen können sogar auch noch zwei rein. Ne, einer rein, Entschuldigung. 26 Speed, okay. Hier, Alter, auch Attack, auch okay. Kann man auch reinhauen, locker. So gute Ruhe. Ah, hier, bam, rein da. Verstehe ich nicht. Ich glaube, Wille sieht genauso aus, wenn ich mich nicht täusche. 27, 21, 20, 16. Okay, Wille sieht ein bisschen schlechter aus von der Runenqualität her, oder? 21, 20, 19, ja, ein bisschen schlechter. Vio sieht sehr gut aus. 31er HP-Rune, 26, 18, ja. Wille sieht ein bisschen schlechter aus, aber es ist auch vollkommen legit. Vollkommen okay, das gleiche in die Vio-Runen aus. HP 20, ungrinded, ungrinded. Was haben wir hier? 21, 18, okay. Ups, wie sahen die Swift-Runen aus? Die habe ich mir zum Beispiel gar nicht groß angeguckt. 24, 23, 22. 23 ungrinded, verstehe ich nicht. Hier, bam, rein da. 22, 20, 20. Also da sind 21, ja. Okay, also Swift sieht, okay, ein paar Runen sind richtig gut. Hier auch wieder 22 ungrinded. Da. Und hier oben, okay, also, Swift und Wille sind so ein bisschen problematisch, aber Vio, awesome. Awesome, gute Runen. Einfach nur richtig gute Runen und man muss einfach nur mal ein bisschen grinden, also raiden, farm. Fertig. Gut, ich glaube, ich war's. Ah, ne, wir müssen ausruhen. Okay, wir sind immer noch 29, wie gesagt, ich nehme auch derzeit keine weiteren an. Achso, hier mit Penis habe ich bei sogar noch nicht geredet, aber ich denke, da ist jetzt langsam Ende ist? Ne, warte mal, Ende ist erst Ende März, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht rede ich doch nochmal mit dem. Muss ich mal gucken. 29 sind wir immer noch. Ich roll einmal. Moment, wir gehen mal rüber. 1 bis 79. Bam. 24, das ist nicht wieder Penis. Ne, 24. Da. Okay. Ich markiere es mir orange und werde ihn dann kontaktieren. Gut. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschu. Also solche Runenqualität ist mir echt am liebsten. Wenn ihr solche habt und habt irgendwelche Probleme, dann liegt es wirklich am Pick und Bann. Ja.